Lukaschenko zum Schicksal Russlands. Leben und Sterben gemeinsam. In einem großen Interview äußerte sich der belarussische Präsident Lukaschenko zu vielen Detailfragen der aktuellen Situation. Eine seiner Schlussfolgerungen war: Wenn Belarus fällt, fällt als nächstes Russland. Поэтому вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определенные политические события, а может быть и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия. Egal, welche Einstellung man zu Lukaschenko hat, hier hat er unbestreitbar recht. Allerdings bedürfen seine Worte eines Kommentars. Die Erkenntnis von Lukaschenko, dass, wenn Belarus stirbt, als nächstes auch Russland sterben wird, mit anderen Worten, wir leben und sterben gemeinsam, müsste somit logischerweise zu der Erkenntnis führen, lasst uns lieber gemeinsam leben. Разумеется, возможно. Однако вопрос серьезный и требует разговора отдельного и обстоятельного. Und dieses gemeinsame Leben, Leben groß oder klein geschrieben, wäre somit nur zu verwirklichen, indem endlich der Gedanke eines Bündnisstaates mit allen daraus resultierenden Konsequenzen, sprich Rechten und Pflichten, geschaffen wird. Ein Projekt, welches schon rund 20 Jahre existiert, aber seitens der beiden beteiligten Länder nie ernsthaft umgesetzt wurde. Nur Russland hat vor einigen Monaten begonnen, Belarus an die getroffenen Vereinbarungen zu erinnern. Lukaschenko hat dann sein bekanntes Verhalten an den Tag gelegt, sprich zwischen West und Ost laviert, um für sich das Beste rauszuholen. Das Resultat sehen wir heute. Скажу тебе по секрету, ходят слухи, будто власть переменится. Так говоришь, переменится? Ходят слухи. Würden wir dieser Aussage Lukaschenkos einfach zustimmen, so wäre es dasselbe, als wenn ich behaupten würde, dass, wenn Deutschland fällt, auch die USA als nächstes fallen werden. Selbst umgekehrt würde dies nicht stimmen. Wenn die USA fallen, wird Deutschland auf keinen Fall fallen, sondern erst in wirklicher Freiheit und Souveränität aufblühen. Kommen wir aber darauf zurück, dass er meinte, dass auch Russland sterben wird. Ich würde diese sehr allgemeine, allumfassende Prognose so nicht stehen lassen wollen. Denn ein Land wie Russland stirbt nicht so schnell. Die Erfahrungen aus den 90er Jahren und sogar aus der Zeit 2010-2011 zeigen, dass Russland es versteht, seine Interessen zu wahren. Wenn auch mit unterschiedlichem Erfolg. Wenn Lukaschenko aber mit Russland Kaliningrad meint, also salopp formuliert Kleinrussland, so würde ich ihm zu 100% zustimmen. Sollte es der Opposition in Belarus gelingen, den Präsidenten zu stürzen, so ist schon klar, wie die neue belarussische Führung ausgerichtet sein wird. Wenn wir wissen, dass mindestens eine der führenden Köpfe der Opposition viele Jahre in Deutschland gelebt und kurz vor den Wahlen nach Belarus zurückgekehrt ist. Изменники. Вы присяге изменили. Повесить вас мало. Das erinnert an die Vorgänge in der Ukraine, wo es ähnliche Rückkehrer gab. Ich gebe mich überhaupt keinen Illusionen hin, dass, wenn es politische Veränderungen in Belarus gibt, dies sehr schnell Auswirkungen haben wird auf die russische Region Kaliningrad. Belarus ist ein Land, welches den Transitkontakt mit dem russischen Mutterland ermöglicht. Auch in wirtschaftlicher Hinsicht gibt es viele Kontakte. Eine Situation der Unzufriedenen in Kaliningrad zu schaffen,
scheint bei den heutigen Methoden der Kriegsführung des Westens kein großes Problem zu sein. Steht die Frage, ob der russische Staat darauf vorbereitet ist. Im Jahre 2010 war er nicht darauf vorbereitet. Allerdings waren die Ursachen für die damals Unzufriedenen in Kaliningrad andere. Патриоты, граждане без определенной идеологической ориентации, скованные одной целью – борьбой за выживание. Такого даже в памятные дни монетизации не было. 10 тысяч человек вышли на площадь Калининграда, чтобы крикнуть о наболевшем. Это пример того, как из искры разгорается пламя. Вначале был транспортный налог, который местные власти подняли. Потом вроде отменили, но им не поверили, потому что уже вообще не... Und mit einem einfachen Personalwechsel löste man im Kreml das Problem, um sich dann 6 Jahre mit einem Nikolai Zhukanow rumärgern zu müssen. Vor kurzem unterhielt ich mich mit einem Bekannten zur Thematik Belarus und Kaliningrad und zu möglichen Szenarien. Beide ergänzten wir uns mit unseren Überlegungen und beide waren wir erschrocken von den Schlussfolgerungen des jeweils anderen. Sie wollen wissen, was das für Überlegungen und was das für Schlussfolgerungen waren? Nun, Sie werden doch nicht ernsthaft von mir erwarten, dass ich denjenigen, die Königsberg heim in die Republik holen wollen, auch noch eine Bedienungsanleitung hierzu liefere. Вы, генерал, останьтесь.